Moin, Niki Dirks von der Heide. Heute hier mit einer Lesung eines meiner Bücher. Das sind mittlerweile schon einige. Und ich fange an, jetzt heute aus meinem ersten Buch vorzulesen. Das Buch heißt Nie mehr weg von mir, stärker nach Burnout. Das ist kein Buch, das den gesamten Burnout-Prozess und ach Gott, und ich ärmste und ich liege auf dem Sofa und nutz wieder. Das ist ein Schritt weiter. Das ist manchmal für Leute, die schon am schwarzen Gürtel für Ausgebrannte arbeiten und manchmal auch für Leute, die schon sich ein bisschen informiert haben, die schon ein bisschen wissen, was mit ihnen los ist. Auf jeden Fall mit Leuten, die sagen, das ist eine Erfahrung, hätte, denkt man, sich so nicht sein müssen, hätte dann aber doch sein müssen, weil man hätte immer weitergemacht auf der falschen Spur und die dort wieder heraus wollen, und zwar um wirklich jeden Preis. Für die ist dieses Buch geschrieben. Ich lese euch mal das Inhaltsverzeichnis vor. Im System der Sucht. Entspannung. Entspammung. Retrospektive, Mobbing, Burnout für Fortgeschrittene, Werte, Glück, Mindprogramming, Gruppenarbeiten. Auf ein Wort. So, und jetzt lese ich euch etwas vor. So, und zwar fangen wir an mit dem Kapitel Spam. Entspammung. Spam, Spam, Spam heißt das Kapitel. Als Spam, Junk, Plunder, Abfall werden unerbetene, in der Regel Werbebotschaften bezeichnet, die auf elektronischen Wege übertragen, über E-Mail oder auch über Anklicken, das solche Nachrichten bezeichnet. Man vermutet, dass das Spam-Aufkommen eines normalen E-Mail-Accounts heutzutage bereits schon bei knapp 40% liegt. Eigentlich ist Spam ein eingetragener Markenname für ein seit 75 Jahren erhältliches Dosenfleisch aus England. Spam ist die Abkürzung für Spiced Ham, also gewürztes Fleisch. Während des Zweiten Weltkrieges war Spam eines der wenigsten Nahrungsmittel, die in England fast uneingeschränkt erhältlich waren. So, wer mich kennt aus meinen Videos, der weiß, nicht ohne meinen Heinz Rüdiger. Ich brauche mein Cappuccino. Diese Omnipräsenz in den Regalen mag die spätere Adaption des Begriffes als nutzlose Masse gewarnt haben. Zuerst tauchte der Begriff nur in ersten Usernetzen auf, wo man mit Spam die Infiltration von Sachtasks mit persönlichen Botschaften meinte. Das ist eigentlich bis heute immer noch gut adaptiert. Ja, wir haben einen Sachtask, plötzlich kommt irgendjemand mit einer riesen Slip-Unterlage unterm Arm und rennt am Strand entlang, als wenn er surfen will. Spam! Ja, das ist eine persönliche Botschaft in einem Sachtask, der uns überhaupt nicht interessiert. Das passt immer noch. Parallel dazu gab das einen Sketch im Monty Python Flying Circus. Ach, Calimero. Wirst du mal auf so tippeln, mein Mops. Tippelt ins Bild, ins Ohr. Monty Python Flying Circus, diese hat folgende Handlung. In einem kleinen Restaurant besteht die gesamte Speisekarte nur aus Gerichten mit Spam. Die nervenzerfetzende Versuche eines Gastes, etwas ohne oder zumindest mit weniger Spam zu bestellen, sind schon total anstrengend zu verfolgen. Dazu kommt, dass jede Erwähnung des Wortes Spam dazu führt, dass ein ganzer Tisch voller Wikinger laut ein Spam-Lied zu brüllen beginnt. Und zwar so lange, bis die Wirtin, das ist natürlich ein Mann, ja, mit ihrem Holzlöffel auf den Tresen kloppend, kreischend für Ruhe sorgt. So kann also wirklich der Begriff Spam für eine Art omnipräsenter Wiederholung ohne Sinn und Zweck entstanden sein,
der allein durch sein Auftreten jede normale Kommunikation im Kern unmöglich macht. Schaut euch den Spot an. Spam, diese Wikinger. Ja, wir leben alle in einer spammy World. Jeder von uns mehr oder weniger. Wir alle werden unablässig zugedröhnt und angebenzt und vollgespammt. Jeder Depp, dessen Website man auch nur mal aus 10 Metern für eine halbe Sekunde angeschaut hat, nimmt sich sofort die Freiheit, einen zyklisch mit seinem blöden Newsletter zuzuspammen. Kannst ja widersprechen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, die Widerspruchsfunktion. Also wirst du dir eine Regel bauen müssen, um den zu blocken. Und dann hast du den immer noch im Spamfilter hängen. Das heißt, er erzeugt immer noch Masse. Ich sehe das kommen. Eines Tages wird das Medium Internet überhaupt nicht mehr konstruktiv benutzbar sein, weil das einfach komplett zugespammt ist, ja? Meine Freundin hat jetzt gerade ihre kostenlose E-Mail-Adresse abgekündigt, weil sie sagt, sie hätte einen Spam-Infarkt erlitten. Ja, wie mein realer Briefkasten. Da passen samstags schon fast keine richtigen Briefe mehr, also Rechnung, mit rein. Ja, weil alle umliegenden Supermärkte sich die Freiheit nehmen. Und dann erst im echten Leben. Wir sind noch nicht mal aus dem U-Bahn-Schacht richtig raus. Da stolpert uns schon irgendein Klemmbrett dran. Entschuldigung, wir machen eine Umfrage wegen Belästigung durch Umfragen. Ja? Gib mir deine Zeit, gib mir deine Energie für keinen Gegenwert. Spam. Wenn ich richtig gut drauf bin, gehe ich im gleichen Schwung in eigener Botschaft auf sie los. Umfrage? Geile Idee. Was halten Sie von meiner Tasche? Das Teil ist von Ripani. Ich dachte, sie wäre zu ein bisschen laut. Was meinen Sie dazu? Fällt die schon unter Belästigung oder könnte man die noch als Frotzelei durchgehen lassen? Dorschblick. Wenn wir dann in die Einkaufsstraße gehen, knien Mitglieder einer ausländischen Bettellobby jammernd unter Plakaten mit kulleräugigen Negerkindern. Gib mir dein Geld. Wir gehen weiter. Irgendjemand klatscht uns von links plötzlich eine Zeitung fast ins Gesicht. Kostenloses Probeabo. Gib mir dein Geld. Und lass dich betrügen, weil du das nämlich wieder kündigen musst. Wir haben mittlerweile also das Gefühl, dass man ohne Fliegenklatsche gar nicht mehr aus dem Haus gehen sollte. Und schon flattert ein Flyer dich an. Heute 30% auf alles. Gib mir dein Geld. Du fürchtest dich. Du flüchtest dich ins Kaufhaus. Eine Sprühflasche nähert sich dir. Kaum hast du dich einigermaßen orientiert. Einmal den neuen Duft von Suleika Butal ausprobieren. Möchte schon der Helber Hertinara, aber Mücken werden sie keine mehr anziehen. Danke, danke. Stinkt nach mir, stinkt wie alle anderen hier und gib mir dein Geld. Wir schaffen es unbeschadet bis in den ersten Stock. Da verhaken wir uns fast in einem Tablett. Einmal den Chateau Migraine probieren. Faszinierender Abgang von keimigem Schwammtuch, ideal zu Gummibärchen und Reckless Spearmint. Ja. Sei besoffen und gib mir dann dein Geld. Zu Hause stellst du fest, dass die mit Werbung gedruckte Riesentüte mit dem Winz-Artikel drin ungebeten mit gigantischen Werbebeilagen zugepflastert wurde. Selbst auf dem Kassenzettel prangt noch der Hinweis auf den leckeren Käsekuchen im Restaurant. Wenn du irgendwo aufs Klo gehst, wirst du über Sit and Watch an der Tür zugespammt. Wobei ich eigentlich nur Leute kenne, die am liebsten Sit and Shit machen. Aber die Werbefritzen denken sich, wenn da schon einer rumsitzt und vor sich hinpresst, kann der auch ein bisschen Werbung vertragen. Wer trotzig mit geschlossenen Augen presst, macht sich spätestens dann auf, wenn er sich ein Papierhandtuch zerrt. Mit blauer Schrift prangt uns darauf Werbung entgegen. Und wir können sie nicht ignorieren, weil wir das verdammte Scheißteil ja angucken und abreißen müssen. Heutzutage kann man nicht mal mehr sein Auto kurz an der Straße parken, ohne mit Visitenkarten der Marke "Ich kaufe jedes Auto" vollgespammt zu werden. Ich habe schon Autos gesehen, die einen Aufkleber an der Scheibe hatten. Keine Werbung. Echt? Und ob du eine Werbung verboten oder den Schilderwald Briefkasten steht unter Strom hast, keine Haftung bei Zuwiderhandlung. Oder auf Jamaika hat ein Borkenkäfer. Mach den Kasten auf und wehr dich mit beiden Händen gegen die sich überschlagende Welle von Pizza, Kotzer, Sushi für Uschi, Döner Brechwurz.
die ganzen ausländischen Austräger, man muss auch Mitleid haben, können wahrscheinlich einfach kein Deutsch. Oder die denken sich, Futter ist kein Birbung, Futter ist ja Futter. Richtig. Und während du den ganzen Mist in den Altpapierkarton einsortierst, klingelt das Telefon. Hallo, spreche ich mit Nicole Dirks? Wen haben Sie denn angerufen, Sie Planschkuh? Haben Sie schon von uns gehört? Nein, und das wollte ich auch gar nicht. Wissen Sie eigentlich, wie viel Heizkosten Sie sparen können? Wissen Sie eigentlich, wie viel? Nein, aber wo ich Sie gerade dran habe? Was sagen Sie zum Preisvergall der Begonien? Ist das nicht eine Frechheit? Ich habe schon erlebt, dass die Dame dann kiebig wurde. Was mir denn einfiele? Das würde sie ja wohl überhaupt nicht interessieren. Ach, ach. Toll ist auch die Flyer-Tante, die dich anspringt, während du rechts und links vollgepackt erschöpft vorüberschlurfst und dir einen Flyer aufnötigen will. Ich sage freundlich, super Idee, stecken Sie mir den doch einfach in die Arschfalte. Da ist noch Platz. Meistens müssen sie dann noch lachen. Und ich freue mich, dass ich ihre Achtsamkeit zumindest für 2 Sekunden für den fortgesetzten Einbruch in die Privatsphäre anderer Menschen geschärft habe. Sie scheint zu glauben, ähnlich wie man von Prominenten oft glaubt, wer in die Stadt geht, hat kein Recht mehr auf Intimsphäre und muss sich zuspammen lassen, bis der Arzt klingelt. Aber wenn ich durch die Stadt gehe und bis zu 10-mal ungebeten angefusselt werde, empfinde ich das irgendwann als aggressiv. Ich meine, wir sind doch wohl alle erwachsen und wir haben alle ein gesetzliches Recht auf informelle Selbstbestimmung. Das ist ein Passus, der steht im Gesetz. Ja. Das heißt zu Deutsch, wir können selbst entscheiden, was wir zu wissen belieben und was nicht. Durch die ganzen Aktionen werden wir in diesem Recht auf informelle Selbstbestimmung komplett boykottiert und ausgehebelt. Irgendjemand Fremdes zwingt uns, einfach weil wir gerade vorbeilatschen, uns mit seinem akuten Problem auseinanderzusetzen. Ich wünsche mir einfach mehr Respekt in meiner Privatsphäre. Ich will nicht dauernd von Wildfremden angesprungen werden, die mit ihren Gewedel meinen Greifreflex auslösen wollen, um dieses aufgenötigte Papier zu nehmen. Ich bin mir jedoch sicher, selbst dann, wenn ich mit einem neonfarbenen T-Shirt durch die Stadt gehen würde, egal was es ist, ich bin nicht interessiert. Der nächste Flyer kommt bestimmt. Und da kann man jetzt, ich habe noch über Post-Spamming geschrieben, über E-Mail-Spamming, hat einfach das ganze Thema so ein bisschen heiter, dramatisch aufgearbeitet. Jetzt kommt das, kommt die Überleitung, ich habe es genannt, externen Spam. Wenn man den Begriff Spam nun auch noch auf zwischenmenschliche Informationsjunk ausdehnt, öffnet sich uns ein weites philosophisches Feld. Es ist nicht nett, das zu tun, denn jeder, der mit seinen Informationen an uns herantritt, hat schließlich ein vitales Interesse, uns daran teilhaben zu lassen. Aus welchen Motiven letztendlich auch immer. Ich habe den Begriff jetzt rein begrifflich gewählt. Es soll keine inhaltliche Wertung sein, nur verständnishalber. Was uns angetragen wird, was uns gerade überhaupt nicht in unser momentanes Schema passt, hat die Qualität eines Großmuttersofas im Hausflur. Es ist eben einfach Plunder-Junk-Spam. Ja? Das tote Käsefußhäppchen, das in unseren frisch eingeschobenen Fisherman's Friend rein will im Karstadt. Spam. Der Duft der großen, weiten Härte, der sich auf unser aufgetragenes Champagner kleben will. Spam. Der Flyer über die Zwangskastration von tollwütigen Filzläusen in Spanien. Spam. Und das belästigt unseren Fokus. Und das kostet Zeit. Und das kostet Raum. Und das kostet Energie. Ja? Wir sind wirklich wie Kung-Fu-Giraffen dabei, immer diese ganze Welle an Spam von uns wegzufechten. Ja? Jeder hat nur eine begrenzte Aufnahmekapazität in seinem Kopf, in seiner Seele, in seinem Mind. Wenn das ständig belärmt wird mit irgendwelchen Plunder, dann wirst du irgendwann, bräsig. Ja? Und unsere sorgsam aufgereihte Gedankenkette wird zum Einsturz gebracht durch Stuff. Ja? Das kann man gerade nicht brauchen. Und weil uns das so verfolgt, müssen wir jedes Mal dazu in Kontakt treten, wollen wir gar nicht. Und ihm unsere Aufmerksamkeit zuwenden, wollen wir gar nicht. Nein, danke. Und dann sind wir schon mittendrin.
Ja. Und wie selten ist die Antwort dann auf Nein, danke? Ja, aber. Ja. Und ständig will einer was von uns. Alle sind hinter uns mit ihren Anliegen hier und wollen uns verwickeln. Das ist so. Und das kriegt man, wenn man einigermaßen gesund ist, kriegt man das relativ gut gehandhabt. Wenn man schon durch einen Burnout geschädigt ist, kriegt man das nicht mehr gut gehandhabt. Weil du keinen Platz mehr hast im Kopf. Du bist voll mit diesem Burnout, der macht dich voll. Du bist da. Und dann wärst du die ganze Zeit, kannst du mal eben, wie war noch mal, wie hieß noch mal, gut, dass ich dich hier gerade treffe, was sollte ich noch mal nachgucken, wer kann mir helfen, oh, zu dir wollte ich auch gerade, sag doch mal kurz, mach doch mal kurz, du wolltest doch, hast doch immer, kannst du dann. Ja, und wir möchten ja nicht grob oder unfreundlich sein, ja, aber wir kommen teilweise einfach da nicht mehr gegen an, gegen diese Flut an Anliegen, die da ständig an uns herangetragen wird. Das heißt, wir müssen wach bleiben, wir müssen wahrnehmen, wir müssen Grenzen setzen, wir müssen konsequent bleiben oder werden. Und wir sehen, dass wir Patentrezepte entwickeln, wie wir aus solchen Spam-Garnituren rauskommen, einigermaßen unbeschadet. Wir brauchen einen Fluchtplan, bevor die jeweilige Welle jeweils umschlägt, weil sonst kommt man da oft nicht mehr raus. Wenn man sich an so einem Quassler verfängt zum Beispiel, ne, kommst nicht mehr weg. Und es bleibt dann oft, wenn du da mittendrin steckst, keine Zeit mehr, schlaue Fluchtpläne auszuhacken. Du musst dich dann also tatsächlich relativ schnell eines Plans bedienen, um dann aus dieser Quassellawine wieder rauszukommen. Und wenn man das tatsächlich mal, und dazu ist der Burnout wirklich sehr gut, anfängt zu trainieren, kriegen wir eine größere Sicherheit mit Störungen unserer geistigen und seelischen Ruhe, auch mit Leitsätzen zu antworten oder mit relativ gewaltfreien, aber zügigen Reaktionen, ne, nach dem Motto, du, super Sache, aber das passt gerade bei mir überhaupt nicht rein. Das finde ich übel, muss man andermal machen. Tschüss. Und ich habe einen ziemlich heftigen Burnout damals hingelegt und der Weg, den ich rausgefunden habe, besteht nach meinen Untersuchungen in einer Mischung aus innerer Distanz, Authentizität, Mut zur Wahrheit und Gewaltfreiheit. Ja? Und zwar jeweils nach innen gerichtet und aber auch nach außen. Das heißt, vordergründig muss ich überhaupt erstmal von Haus aus entschlossen sein, mich nicht immer von meinen Gefühlen beuteln zu lassen. Ich muss Klarheit haben, wer da eigentlich am Steuerknüppel meiner Emotionen sitzt, ja, und mich reaktiv durch den Tag taumeln lässt. Ich muss mir bewusst darüber werden, dass ich auf Impulse automatisch reagiere. Und ich sollte verstehen, dass diese Reaktion kein Naturgesetz ist. Ich hole mir die Ereignisse zu mir herein. Das ist ein willentlicher Impuls. Wir sind nicht dabei. Es ist aber trotzdem eine willentliche Entscheidung. Und dann reagiere ich darauf. Das ist meine freie Entscheidung. Und es wird Zeit, dass ich die Verantwortung und die Achtsamkeit dafür übernehme, um mich nicht mehr emotional und energetisch zu verschwenden und ausbeuten zu lassen. Aus so einer Distanz kann ich mit erfrischendem, kühlem Kopf emotional einfach außen stehen bleiben und mich nicht gleich verwickeln lassen. Ja, ich bin noch nicht zum Teil des Problems des anderen geworden. Und als Teil der Lösung kann ich milde überrascht sagen, aha, und warum bist du jetzt der Meinung, das geht mich was an? Ich meine, Vorsicht, ne? Fragen öffnen. Kann man auch in etwas uneleganterer Weise natürlich dann beenden. Aha, du bist also der Meinung, das geht mich was an. Das finde ich aber gar nicht. Wenn es dich was angeht, dann wird er dir das schon erklären. Und dann wirst du sagen, ups.
Ja, Authentizität. Nach innen. Noch nie gehört, ne? Meine Erfindung. Ich muss willig und in der Lage sein, alle meine innerlichen Regungen wahrzunehmen und wahrzumachen. Und das heißt, ich muss erkennen, was in diesem Moment mit mir los ist. Ich darf nicht dem Reflex unterliegen, alles wegzuregulieren. Hat der nicht so gemeint? Habe ich bestimmt nur falsch verstanden? Ach, der hat einen schlechten Tag. Ach, aus Versehen, blöd ge. Nein, ich muss den langen Weg nehmen. Das ist nicht der kurze und der führt echt ins Rough. Ich muss den langen Weg nehmen, der dann aber am Ende doch der kürzere ist. Ich muss mich nämlich fragen, wie finde ich denn das? Was löst das in mir aus? Will ich das jetzt beantworten? Will ich mich da jetzt reinziehen lassen? Dann bin ich im Inneren authentisch. Ich weiß, was gerade passiert und ich weiß, was ich davon halte. Also ich weiß, wo ich stehe. Und das heißt, ich werde nicht zugespammt. Authentizität nach außen. Wenn ich schon mal so klar bin, dann kann ich damit auch mal an die Öffentlichkeit treten. Fest und kühl. Wie eine deutsche Salatgurke. Nicht bio, weil die vergammelt immer sofort. Einfach nur Holland. Authentisch. Aufpassen, aufschreiben. Ist übrigens nicht gleichbedeutend mit ehrlich. Ich kann authentisch sagen, ich kann leider nicht helfen, weil ich da zum Zahnarzt muss. Das ist eine ehrliche Abgrenzung. Denn auch mit unehrlichen Mitteln. Die ehrliche und authentische Antwort wäre, ich will nicht, weil ich keinen Bock auf dich und dein Problem habe. Verfall's dich. Das wäre ehrlich und authentisch. Leider Gottes ist das einfach ein Konflikt zwischen Abgrenzung und Ehrlichkeit. Und der kommt beim Empfänger an, wenn er ihn noch nicht deuten kann. Er denkt sich, schade, aber schon komisch irgendwie. Lügen schwingen. Unehrliche Abgrenzer haben zumeist den Glaubenssatz, dass Ehrlichkeit nach außen zu viel Energie benötigen würde und zu viel Potenzial für Streitigkeiten besitzt. Viele Menschen finden schon Authentizität so anstrengend, dass sie es lieber gar nicht so genau wissen wollen, wo sie jetzt hier wirklich stehen, was mit ihnen los ist. Viele setzen nämlich authentisch mit ehrlich und ehrlich mit Ärger gleich. Geht da mal rein, prüft das mal. Und das ist der Stress dann, der schon vorprogrammiert ist, ne? Also lautet die Gleichung, wenn ich gar nicht erst weiß, was ich für Gefühle habe, habe ich auch keinen Bedarf, darüber zu reden. Und habe ich hinterher auch keinen Ärger deswegen. Keine gute Gleichung. Mut zur Wahrheit. Die ehrlichen Abgrenzer stellen diese Energie bereit, um weiterhin in einem echten Kontakt zu sich selber und zum anderen zu bleiben. Bei ihnen klingt das dann so. Oh, das ist ja nett, dass du mir das zutraust. Ich muss dir aber leider sagen, dass das im Moment überhaupt nicht in meine Planung passt. Mein Gott, der Himmel ist uns nicht auf den Kopf gefallen, die Erde ist nicht explodiert. Dabei waren wir uns so sicher, dass irgend sowas passieren musste. Der andere sagt, okay, schade. Dann viel Spaß. Mein Gott, die ehrliche Abgrenzung kostet uns im Prinzip weit weniger Energie als die unehrliche. Es ist eben kein Manöver und es fordert auch keine Diskussion. Ja? Und das schlechte Gewissen, das man unbewusst ja auch mitfinanzieren muss, haben wir auch nicht. Kostet uns keine Energie. In dieser Haltung ehrlicher, authentischer, freundlicher Abgrenzung fällt es uns leicht, freundlich und unter Umständen aber auch unfreundlich zu sein, dosiert. Quasselstrippen, das sind ja so Spammaschinen, ne? Humanoide Spammaschinen. Der könnte man, wir üben das jetzt mal, in vier Abstufungen antworten. Nicht authentisch, nicht ehrlich. Schweigen, Antworten liefern, heimlich grollen. Nicht authentisch, aber ehrlich. Riechst du das? Ich glaube, du hast die Luft aus Versehen in Brand gesetzt mit deinem Gefussel. Authentisch.
Aber nicht ehrlich. Du sei mir nicht böse, aber ich muss voll dringend aufs Klo. Authentisch und ehrlich. Entschuldige bitte, aber mir ist das jetzt zu viel Input. Ich bin geistig gerade sehr eingebunden und würde jetzt hier gern weitermachen. Soweit die hygienischen Varianten. Es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, in denen es sprachlich, psychologisch eher unhygienisch zugeht. Merksatz. Wer den Drang hat, über seine Probleme zu sprechen, steckt in irgendeiner Form gerade in einem Konflikt. Durch die Mitteilung des Konflikts bittet er uns, wenn auch oft auf ungeschickte Weise, einzusteigen oder um unsere Hilfe. Manchmal ist dieses Wie geneigt, uns schier anzuekeln, ärgerlich, aggressiv oder zynisch zu machen. Und das ist das, weil wir den Appell dahinter, die Bitte um die Bedürftigkeit des anderen, nicht ungetrübt wahrnehmen können und wollen, wenn jemand so eben mit einer falschen Kulisse durch die Tür kommt, ne? Wir reagieren dann auf eine Frechheit oder Dummheit oder auf einen Angriff und hören nicht, was dahinter eigentlich wirklich steht. Sprich, wir haben kein gewaltfreies Hören. Ja? Unhygienische Kommunikation tritt immer dann auf, wenn wir bemerken, dass jemand es vordergründig nicht so gut mit seinem Umfeld zu meinen scheint. Und das Wirken unhygienischer, toxischer Affronts ist dem Vorhandensein dreier miteinander verwobener Prozesse zuzuschreiben, nach meiner Beobachtung. Erstens beschädigter Selbstwert. Zweitens Unklarheit über sich selber, die eigenen Motive und Gefühle, also keine Authentizität nach innen. Drittens passive Aggression, Blockiertheit und Feigheit. Und das habe ich jetzt hier noch ausgearbeitet, würde uns aber an der Stelle zu weit führen. Das ist mein Aufsatz hier zum Thema Burnout, zum Thema Entspannung, sprich wieder zurück in seine Wurzeln, in seine Kraft zu kommen. Einfach die Welt, die uns überrennt und die uns, gerade wenn wir einen Burnout haben, ganz, ganz schnell überfordert und platt macht. Mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen, sprich sozusagen mit spitzen Fingern einmal hinzuschauen, was uns da eigentlich die ganze Zeit begegnet und was das mit uns macht und was wir dann damit machen können. Das ist einer der Aspekte, die ich in meinem Buch Stärker nach Burnout, nie mehr weg von mir, behandelt habe. Das gibt es bei Amazon. Danke fürs Zuhören. Tüdelü.